Ich habe jetzt noch ein bisschen auf die Debbie gewartet. Ich fange einfach an. Bitcoin, mein Vortrag Bitcoin, Chance und Verpflichtung. Verpflichtung, unser aller Verpflichtung, die Welt zu verändern. Wir sehen hier den Bär, der ist ermattet. Wir sind schon lang raus aus dem Bärenmarkt, wir sind schon im Bullenmarkt. Darum geht es gar nicht, sondern die Verpflichtung, die Welt zu verändern. Und bevor ich anfange, mein üblicher Disclaimer. Der Vortrag kann zu unkontrollierten und starken Bitcoin-Käufen führen. Ich werfe einen kleinen Rückblick auf Teile des Finanzsystems und ich formuliere es ganz positiv. Es ist unter Stress. Es ist unter Stress und was wir hier sehen, ist die Weltverschuldung und ist gar nicht mehr ganz aktuell. Die Weltschulden explodieren und erreichen Zahlen, die man gar nicht mehr aussprechen kann. Trillionen über Trillionen. Und das ist das Fiat-Schuldsystem. Es braucht immer mehr Schulden, um am Leben zu bleiben. Und Schulden ist Geld. Die Geldmenge explodiert. Und es führt auch in Deutschland, in den USA zu explodierenden Zinszahlungen. Ja, World at Record, sorry, jetzt muss ich ganz kurz zurück. Ja, Weltschulden. Das ist die US-Staatsverschuldung. US-Staatsverschuldung. Wir haben, glaube ich, jetzt die 33 Trillionen überschritten. Und das nächste Slide zeigt die Weltverschuldung. Alle Staaten insgesamt. Die Schulden explodieren bis auf den kleinen Corona-Dip, die eben sehr Rezession war. Schulden ist Geld und Geld ist Inflation, immer mehr Geld. Und es führt zu explodierenden Zinszahlungen in Deutschland, hier in den USA. Wir erreichen dieses Jahr die 1.000 Milliarden Zinsen, mehr Schulden, Zins gestiegen. Und es wird so weitergehen. Und natürlich können die Zinsen nur durch weitere Schulden bedient werden. Und was ganz wichtig ist, das Bild ist unehrlich. Wir sehen Schulden, die als Vermögen gekennzeichnet werden, Sondervermögen. Ihr kennt es von der Bundeswehr zuletzt und die gibt es schon eine ganze Weile. Professor Sinn hat in seiner Weihnachtsvorlesung mal die Sondervermögen aufgelistet, die es gibt. Und ihr seht, die ersten haben 2008 schon angefangen. Also nicht nur diese Regierung, sondern auch die Regierung vorher verpackt Schulden als Vermögen. Machen die Länder übrigens auch. Also viel mehr Schulden als gedacht. Und die deutsche Staatsverschuldung, die ja so gut dasteht im europäischen Vergleich, ist, wenn man die Sondervermögen mit einberechnet, über 40% höher. Also viel Schulden, exponentieller Anstieg und im Hintergrund noch viel mehr Schulden. Da gibt es noch die impliziten Schulden, irgendwelche Rentenversprechungen und so weiter. Und das führt zu Inflation. Und die Inflation ist viel schlimmer, als wir denken. 2% ist Geldwertstabilität. Geld halbiert sich in 35 Jahren. Als Jugendlicher habe ich Zeitungen ausgetragen, ich habe 10 D-Mark verdient und konnte von diesen 10 D-Mark 33 Eiskugeln kaufen. Wer heute Zeitungen austrägt, verdient 12 Euro die Stunde und kann davon 6, vielleicht 8 Eiskugeln kaufen. Das ist eine Entwertung der Stunde Arbeitszeit des Zeitungsjungen. Stunde Arbeitszeit, 33 Eiskugeln, 6 Eiskugeln, das ist eine Entwertung von über 80%. In ungefähr 40 Jahren. 80% Lebenszeit entwertet, gemessen an Eiskugeln. 80%. Im Februar habe ich einen Vortrag gehalten über Inflation und bin auf Statista gegangen. Statista. Und habe die Inflationszahlen gefunden für den Herbst 2022. Über 10%. August, September, Oktober, November, 10,4%. Habe ich selber bei Statista herausgefunden. 2 Monate später, aus irgendeinem dummen Zufall, gehe ich nochmal auf Statista. Hätte es gar nicht gebraucht, weil ich war gerade da. Im April, für die gleichen Monate, 8,6, 8,8, 8,8%. Ich habe es selber gemacht, meine Originaldaten.
10, 8, 2 Monate später. Die Inflation ist viel schlimmer, als wir denken. So viel nochmal kurze Review zum Finanzsystem. Und ihr wisst, ihr kennt die Formel, Bitcoin ist auch inflationär. Momentan haben wir eine Inflationsrate von 1,7%, kommen neue Bitcoin dazu mit jedem Block. Das wird sich halbieren Ende April nächsten Jahres. Und hier seht ihr die Formel, alle 210.000 Blöcke geht der Zähler hoch, Anzahl der Halvings 32 und der Block-Reward initial 50 halbiert sich immer weiter, alle 210.000 Blöcke. Das nächste Mal im April, dann gibt es nur noch 3,125 Blöcke. Die Inflation halbiert sich dann von 1,7 auf 0,8% pro Jahr. Also Bitcoin im Gegensatz zum hochinflationären, unehrlichen Finanzsystem, transparent, ehrlich und disinflationär. Und irgendwann ist vorbei, 2140 gibt es keine Inflation mehr. So, Bitcoin hat, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, hat keinen Bug, das hat ein Feature. Ja, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Man denkt, es ist ein Bug, es ist aber ein Feature, die Volatilität. Es schwankt stark und stärker als im Prinzip alle anderen Asset-Klassen. Wir sehen das hier, blau ist die Bitcoin-Volatilität und wir sehen nur, es war im Corona-Crash, war Öl volatiler, da ist es irgendwann mal richtig negativ geworden. Und man sieht über die Zeit alle anderen Asset-Klassen im Prinzip viel weniger volatil. Und die Volatilität schreckt viele ab, insbesondere in Deutschland, risikoavers, wir finden es blöd, wenn es fällt. Und ich sage trotzdem, es ist kein Bug, es ist ein Feature. Aus 2 Gründen. Einmal haben wir ja gesehen, im Durchschnitt geht es ja eher nach oben. Also Volatilität brauchen wir, dass es nach oben geht. Und Michael Saylor hat es gestern gesagt, es gibt uns Zeit für die Bitcoin-Adoption. Ja, wir sollten diese Zeit genießen und schätzen, wo der Preis noch so niedrig ist. Das heißt, wenn es mal nach unten geht, dann gibt es uns eine Ruhepause, eine Zeit für Bitcoin-Adoption. Volatilität ist auch ganz normal. Vor 100 Jahren Hyperinflation in Deutschland. Und wir schauen auf die Volatilität des Goldpreises während der Hyperinflation vor 100 Jahren. Da ging es auch mal richtig ins Negative. Selbst in der Hyperinflation ist der Goldpreis in Deutschland gefallen. Also ist ganz normal. Das passiert halt einfach, weil die Märkte halt so sind, wie sie sind, manchmal ein bisschen irrational. Und Bitcoin ist im 4. Zyklus. Wir hatten bisher 3 Halvings. Und ich habe mir mal die Zyklen angeschaut auf dem nächsten Slide. Und was man hier sieht, schwarze Linie ist der Bitcoin-Preis, rechte Skala. Und linke Skala ist der Drawdown, der Verfall vom All-Time-High. Und das sind die roten Balken. Ja, also wenn es keine roten Balken gibt, dann ist man beim All-Time-High. Und man sieht hier im 1. Zyklus über 90% gefallen. Ja, das ist die Volatilität. Was wir aber eben auch sehen, wir sind immer wieder zum All-Time-High, zu neuen All-Time-Highs zurückgekommen. Im 1. Zyklus, ja, 2011, 2013, im 2. Zyklus, 2014, 2017, im letzten Zyklus, All-Time-High, runter, wieder ins nächste All-Time-High. Und jetzt im 4. Zyklus sind wir vom All-Time-High, November 21, runter, November 22, sehr wahrscheinlich, All-Time-Low. Seitdem geht es wieder aufwärts. Und das sind jetzt nicht so super viele Datenpunkte, ja, 3 volle Zyklen, wir sind im 4. Zyklus, aber wahrscheinlich wird es so weitergehen. Wahrscheinlich wird es so weitergehen, der Statistiker sagt, ja, zu wenig Sample, zu klein, aber die Erfahrung sagt, wahrscheinlich wird es so weitergehen. Und nehmen wir mal diesen Gedanken an, es geht so weiter, dann wissen wir, und diese Zyklen sind ziemlich genau 4 Jahre lang, dann wissen wir, es wird immer wieder ein All-Time-High geben. Und es wird immer wieder auch ordentliche Volatilität nach unten geben und dann wird es wieder ein All-Time-High geben. Dann geht es wieder runter und dann geht es wieder ein All-Time-High.
Und wieder und wieder und wieder, wir haben 32 Halvings vor uns. 33 Zyklen. Und wenn wir mal akzeptieren, dass es immer so weitergeht, dann stellt sich ja die Frage, und wir haben es gestern ja teilweise schon gesehen, wo geht denn der Preis hin? Und Tour de Meester, einer der OGs, der ganz frühen Bitcoiner, der hat eine Analyse gemacht oder hat die Analyse verwendet. Und wir sehen hier das Multiple vom Cycle Bottom zum Cycle High. Und wir sehen, dass die All-Times High, die alten All-Times High, viel höhere Multiples hatten. Also über 500 im ersten Zyklus, dann waren es irgendwie so ungefähr 100 und dann ungefähr 16 im letzten Zyklus. All-Time Low war ungefähr 15.000, ja, und dann viele Multiples, 10, 15, das nächste All-Time High. Genau, und hier Tour de Meester schätzt ab 240.000, nächstes All-Time High. Cathie Wood sagt, nicht in dem Zyklus, sondern 2030, ja, ist dann der überübernächste Zyklus, 1,5 Millionen. 1,5 Millionen, ja, nicht in dem Zyklus, dann im übernächsten Zyklus, 1,5 Millionen. Die Zyklen gehen weiter, Finanzsystem unter Stress, immer mehr Schulden, immer mehr Inflation, Volatilität, Zyklus, 1,5 Millionen. Ich sage, das haben wir gestern auch gehört, es gibt riesige Assetklassen, viele der Assetklassen werden verwendet für Store of Value, weil Geld auf dem Konto verfällt an Wert, also muss ich investieren in Aktien, in Anleihen, in Immobilien. Und ihr kennt das Slide, Michael Saylor hat es gestern auch gesagt, Faktor 100, heute 0,6 amerikanische Trillionen, 600 Milliarden Dollar Bitcoin. Und wenn große Teile der Assetklassen rüberschwappen, und das ist die Zahl, die Michael Saylor gestern ja auch genannt hat, dann schauen wir langfristig, also nicht 2030, sondern in den späten 30ern, auf Faktor 100 oder mehr. Und jetzt geht es immer weiter. Die Zyklen laufen immer weiter, das Finanzsystem wird immer schwächer, inflationiert immer weiter und irgendwann, früher oder später, wir wissen nicht wann, irgendwann kommt Hyper-Bitcoinization. Warum? Weil das Fiat-System halt irgendwann dann doch aus den Fugen fliegen wird. Und Bitcoin als globaler Standard, Hyper-Bitcoinization, was ist dann der Preis? Auch das haben wir gestern schon gehört. Unendlich. Fiat geht gegen Null, irgendwann zerbricht es, verschwindet. In 10 Jahren, in 30 Jahren, in 100 Jahren, wir wissen es nicht wann, aber irgendwann wird es passieren. So, und was ist dann unsere Rolle? Was passiert dann? Wir wissen, der Weg wird schwer, der geht nicht geradlinig. Der Weg ist hart. Ja, und um diesen schwierigen Weg zu gehen, unsere Rolle ist durchzuhalten. Und ich habe mal jemand ganz Schlaues gefragt, wie sieht denn dann die Welt aus unter Hyper-Bitcoinization? Jemand, der mehr weiß als wir, ChatGPT. Und ChatGPT sagt, wenn eine Zivilisation eine unbestechliche Währung hat, Gleichberechtigung und Vertrauen. Ja, die Menschen werden Vertrauen haben ins Finanzsystem, es gibt keine Korruption und werden gut zusammenarbeiten. Ja, genau, das kann passieren. Es kann aber auch was anderes passieren, insbesondere in Deutschland. Neid. Wir und natürlich wird es passieren. Und insbesondere, wenn wir rumlaufen und sagen, haha, ich habe es euch ja gesagt. Und übrigens, ich bin jetzt richtig reich. Was passiert dann, Lambo? Die Leute werden richtig neidisch sein. Der Nachbar, vielleicht auch die Regierung. Die sagt, hey, 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 so geht's aber nicht. Gib mal was ab. Also Vertrauen, Zusammenarbeit, Neid. Was wird passieren, wenn Bitcoin sich als Standard durchsetzt? Effizienz und Stabilität. Transaktionen werden reibungsloser verlaufen. Ja, das Geld wird nicht mehr entwertet, wir können es halten. Weniger Anreize für Betrug, für mehr Ehrlichkeit, weniger illegale Aktivitäten. Ja, genau. Kann passieren. Wird passieren, aber vielleicht wird auch das passieren. Unruhen. Eben genau nicht gute Zusammenarbeit, weil große Teile, die eben
davon nicht profitieren, die es nicht mitbekommen haben, sind damit unzufrieden und gehen auf die Barrikaden. Und die Straßen brennen. Kann passieren. Fokus auf langfristige Investitionen. Geld ist stabil, ich denke langfristig, meine Zeitpräferenz ändert sich, ja, keine Inflation mehr. Langfristige Anlagen, Geldanlagen werden gefördert, die Leute investieren langfristig. Kann passieren. Kann aber auch passieren, dass der Häusermarkt zusammenbricht. Ja, highly leveraged, die Banken, wenn das Fiat-System nicht mehr funktioniert, funktionieren die Banken nicht mehr. Dann können die Leute ihre Hypothek nicht mehr bezahlen, müssen ausziehen und die Häuser verfallen. Haben wir gesehen in der Finanzkrise. Kann auch passieren. Reduzierung von Spekulation. Ja, das ganze Fiat-System bläht sich auf, Mordsderivatemarkt. Die Deutsche Bank hatte 2016 eine Derivate-Position von 50.000 Milliarden, ja, bei einem Eigenkapital von irgendwie so 60 Milliarden. Ja, weniger Spekulation. Weniger Finanzinstrumente braucht man nicht mehr, solides Geld, solides System. Ja, wahrscheinlich. Was aber auch passieren wird, dass die Banker vielleicht viel Einfluss haben und dann Neid, Missgunst, Einfluss ganz negative Auswirkungen haben. Was passiert noch? Was viele hier sagen, kleinerer Staat. Stärkung der staatlichen, aber Reduktion der staatlichen Institutionen, könnte ich mir Geld drucken, könnte ich mir alles Mögliche machen. Ja, sagen wir, ja, wenn der Staat sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und viele andere Sachen nicht mehr macht, ist gut. So, wenn er viele andere Sachen nicht mehr macht, dann macht er vielleicht Dinge nicht mehr, die kurzfristig eben nicht von privater Initiative gefüllt werden. Und dann entstehen Lücken. Und was dann passieren kann, und wir können es mehr oder weniger täglich irgendwo auf der Welt sehen, wo die Staaten nicht mehr funktionieren, wo es vielleicht keine Staaten gibt, nach so Revolutionen, Umstürzen, Anarchie. Ja, hier ein Bild aus dem Jemen. Und was ich sagen will ist, wir denken und erwarten ein sehr positives Bild. Es gibt aber auch negative Szenarien, die eben im Übergang passieren können. Ja, der Drogensüchtige, der einen Entzug macht, der sieht das positive Bild, dass er clean ist, aber zwischendrin auf dem Weg dahin Cold Turkey. Großes Leiden des Entzugs. Und Hal Finney hat sehr früh, 2011, zwei Jahre nachdem die Blockchain gestartet ist, gesagt, 2011, da war Bitcoin, glaube ich, unter einem Dollar. Since we are all rich with bitcoins or will be once, they are worth $1 million. 2011, da war es bei einem Dollar oder drunter. Will be worth $1 million. Like everyone expects, everyone in dieser kleinen Community, we ought to put some of this unearned wealth to good use. Unearned wealth, ich glaube, es ist sehr stark verdient, weil es echt eine harte Leidenszeit auch ist, manchmal. Aber 2011 sagt er $1 million pro Bitcoin vorher. Er sagt aber eben auch, und das ist mein Punkt, das ist der Punkt der Rede, Opportunity und Verpflichtung, die Welt zu verändern. We put some of this unearned wealth to good use, damit die Welt, die dann entsteht, eine bessere Welt ist, dass wir die guten Szenarien erreichen. Und das ist unsere aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Bitcoin erfolgreich ist und dass wir als Gesellschaft, als Zivilisation in Deutschland, Österreich, Europa, auf dem Globus erfolgreich sind. Vielen Dank. Neu zurück. Genau, wird alles gespendet, ich behalte es nicht. Wenn ihr es gut findet, geht für einen guten Zweck. Und damit übergebe ich wieder an Tobi. Dankeschön.